Neben ihm Luca Camali mit der 432. Auf Platz 3 gestern gefahren Jordi van Morsel, die 430. Und die vierte Startposition, die hat inne die 411 Pascal Marschall. Niklas Grenz, die 414 und Nico Grimm mit der 467 teilen sich die dritte Startreihe. Und in der vierten Startreihe, da sehen wir mit der 410 Maxi Fleischmann und Alessio Curto die 434. Marcel Steinert mit der 413 teilt sich dann die fünfte Startreihe mit Markus Fester, der 403. Die sechste Startreihe mit der Startnummer 406 sehen wir Patrick Lipinski dort und neben ihm die 477 Nick Wüstenhagen. Paul Vöggeding mit der 408 steht ebenso in der siebten Startreihe wie Jens Blüdemann mit der 423. Marius Rauer, die 416 und Brian Adamski, die 407, dann in der 8. Startreihe und in der 9. Startreihe sehen wir Ronny Göttler, die 498 und Lukas Fester, die 402. Marco Göttler, die 401, steht in der 10. Startreihe hinter seinem Bruder zusammen mit der 424 Martin Henkel-Mortensen. Sascha Pio Heido, die 422 und die 415 Sascha Richter bilden die 11. Startreihe und aus der 12. Startreihe rollt an den Start die 417 Patrick Weinstock. Die DD2 also mit Lauf Nummer 2 und auch hier geht es noch immer um die Punkte in der Meisterschaft. Die doch noch sehr eng zusammenliegen. Vor diesen Rennen war der Pascal Marschall mit einem Punkt vor Luca Camali. Jetzt sieht es natürlich anders aus, denn Luca Camali, der erhielt gestern 20 Punkte, Pascal Marschall erhielt 13 Punkte und das heißt 6 Punkte Vorsprung an der Spitze im Augenblick für Luca Camali. Die müsste eigentlich dann jetzt wieder die 411, der Pascal Marschall, hereinfahren, der direkt hinter Camali in diesen Lauf gehen wird. Auch hier sehen wir 14 Minuten, eine Runde lang diesen Lauf. Ja, der Mick Wisshofer gestern ein souveränes Rennen hingelegt mit einem Start-Ziel-Sieg für den 17-jährigen Wiener, der schon einige Zeit im Kart mit unterwegs ist und mit dieser Erfahrung gestern sich gegen Luca Camali durchsetzen konnte. Wie wird es heute werden? Wird Luca Camali beim Start gleich mit dabei sein? Und wie wird Pascal Marschall denn reagieren bei diesem Start? Ja, ein paar Sekunden dauert es noch, bis es losgehen kann mit diesen 23 Startern für ihren zweiten Wertungslauf.
23 Fahrer machen sich auf in den Wertungslauf Nummer 2 der DD2-Klasse. Alle sind am Vorstart weggekommen, alle sind gut weggekommen. Und jetzt heißt es natürlich erstmal nochmal Warm-up-Runde, heißt Reifen nochmal warm machen, Motor frei fahren. Und dann kann der Mick Witzhofer das Feld zum Start führen. Ja, wie gesagt, der Start, der hat es dann schon in sich mit Luca Camani und Pascal Marschall. Wir achten eigentlich auf die äußere Startreihe, die außen in die erste Kurve geht. Mick Wissholter und Jordi van Morsel, die sind natürlich hier ebenfalls in der besseren Ausgangsposition. Und van Morsel, der hat gestern bereits bewiesen, wie er nach vorne fahren kann auf dieser Strecke, der junge Däne, der jetzt hinter dem Österreicher am Start, an den Start rollt. So, jetzt kommt die Formationsrunde. Ja, da haben sie es ein bisschen verwechselt gehabt mit Warm-up-Runde und dann Formationsrunde. Also jetzt beginnt erst die Formationsrunde. War vielleicht auch so eine kleine Startübung, da haben sie schon mal geschaut, ey, wie gehst du an den Start, wie wirst du das Ding hier rumreißen. Und das heißt natürlich jetzt, für den einen oder anderen, eine andere Starttaktik sich auszudenken. Aber ich kann mir vorstellen, die haben da noch nicht allzu viel von sich verraten. Also jetzt ist die Formationsrunde beendet. Jetzt heißt es zum Start rollen. Und ab der gelben Linie, die ist ungefähr so auf Höhe der vierten Startreihe, kann Gas gegeben werden. Das passiert jetzt auch und da hält sich der Luca Camali und der Pascal Marschall erstmal aus allen Zweikämpfen dort vorne raus. Mick Wisshofer übernimmt sofort die Führung in diesem Lauf vor Jordi van Morsel. Die haben es also ausgenutzt, dass sie von der inneren Seite quasi die kürzere Weg zur ersten Kurve hatten und haben sich in Führung gesetzt, während Luca Camali und Pascal Marschall gemerkt haben, oh, da wird's eng auf den hinteren Rängen hinter den beiden Führenden und sich dementsprechend rausgehalten haben. Und der Vorteil liegt aber jetzt ganz klar bei Pascal Marschall, denn der hat sich als Dritter einsortieren können und hat zwischen sich und Luca Camali den Niklas Grenz gebracht. Das ist insofern ein großer Vorteil für Marschall, denn Camali muss jetzt ja erst an Niklas Grenz vorbei, bevor er an Pascal Marschall vorbei kann. Aber Pascal Marschall, der sucht sein Heil wirklich vorne in der Flucht, geht jetzt vorbei an Van Morsel in der Spitzkehre und Van Morsel verliert nochmal einen Platz an Niklas Grenz, wird jetzt auf Platz 4 durchgereicht, aber das kann dem Pascal Marschall eigentlich egal sein. Solange Luca Camali auf Platz 5 unterwegs ist, heißt das, er hat immer noch zwei Fahrer zwischen sich und Camali. Und das heißt auch 20 Punkte im Augenblick für Marschall und das heißt auch 11 Punkte für Camali und damit kann Marschall wieder nach vorne gehen in der Meisterschaft in diesem zweiten Lauf. Wir werden ja noch einen dritten Lauf dann sehen in der DD2-Klasse dann heute 15:13 Uhr.
Und da entscheidet sich dann, wer darf aufs Treppchen um 16 Uhr bei der Siegerehrung. Jetzt ist erstmal Mick Wisshofer auf und davon gefahren, hat sich 0,782 Sekunden Vorsprung herausgefahren in dieser dritten Runde. Niklas Krenz mit der schnellsten Rundenzeit unterwegs. Der lässt sich hier von Pascal Marschall ein wenig mitziehen. Und macht da natürlich die Lücke auf zu Jordi van Morsel. Und dadurch, dass diese Lücke aufgeht, ist das wieder Vorteil für Pascal Marschall um die Meisterschaftsspitze. Denn je größer die Lücke wird, umso mehr muss natürlich Luca Camali auch eine Lücke zufahren, wenn er an Pascal Marschall nochmal herankommen will. Vielleicht sagt sich aber auch Luca Camali, nee, ich bin mit Platz 5 zufrieden. Wir halten das so, wir bleiben da auf diesem Platz und ich verteidige meine Meisterschaft aus dem letzten Jahr dann in Kerpen bzw. in Wackersdorf. Pascal Marschall, der könnte zum dritten Mal diese Meisterschaft gewinnen. Wie gesagt, ein Jahr Pause eingelegt, 2015, als er Luca Camali diese Meisterschaft gewonnen hat. Ja, aber Camali ist jetzt vorbei an Jordi van Morsel. Der hat natürlich schon gemerkt, hoppla, da muss ich jetzt aufpassen, da muss ich jetzt dranbleiben. Die ziehen mir dann doch ein bisschen zu weit weg. Der Abstand fast eine Sekunde zwischen Niklas Krenz, dem Drittplatzierten, und zwischen Luca Camali. Pascal Marschall, der dreht auch nochmal auf. Der will an Mick Wisshofer ranfahren. Fährt wieder beste Rundenzeit in dieser jetzt beendeten sechsten Runde. Da ist der Luca Camali schneller unterwegs. Und wenn wir das anschauen, Wisshofer, Marschall, die letzten drei Runden, dann sehen wir ganz klar den Vorteil bei Pascal Marschall, der mit mehr Schwung unterwegs ist in jeder Runde. Und dann schauen wir auf die Uhr, da sehen wir 8 Minuten 50 Sekunden und dann kommt die zusätzliche Runde noch dazu. Also da kann sich der Pascal Marschall zwar Zeit lassen nach vorne, aber nicht zu viel, damit der Niklas Krenz nicht zu dicht noch herankommt und das ganze Projekt hier gefährden könnte. Der Camali, wie gesagt, jetzt auf Platz 4 unterwegs, würde bedeuten 13 Punkte für ihn, das wären wieder 7 Punkte Unterschied zwischen diesen beiden und dann entscheidet der Lauf heute Nachmittag über die Führung. Wer wird als Führender dann nach Kerpen fahren? Wird es Luca Camali sein, der wiederum die schnellste Rundenzeit hingelegt hat? Oder wird es Pascal Marschall sein, der hier weiterhin schneller unterwegs ist als Mick Wisshofer? Und das langsam schon im Bereich der Zehntel. Plus 10 Sekunden für die 432 für Luca Camali. Eine 10 Sekunden Strafe für Luca Camali. Das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Situation für den 19-Jährigen aus Altenbusek. Weil wenn wir diese 10 Sekunden jetzt dazu rechnen, dann fällt er deutlich aus den Punkterängen heraus. Das haben natürlich auch die anderen gesehen. Das haben natürlich auch die gesehen, die jetzt vor Luca Camali unterwegs sind. Das haben auch die gesehen, die hinter Camali unterwegs sind, nämlich Jordi van Morsel, der dort unterwegs ist. Unterwegs auch Jens Blüdemann, der Fahrer mit der 423. Der ist von Platz 14 auf Platz 6
nach vorne gegangen in diesen 9 Runden. Alessio Curto auf Platz 7, Nick Wüstenhagen als 8., Nico Krim als 9. und Maxi Fleischmann derzeit auf Platz 10 unterwegs. Ein bisschen mehr als die Hälfte des Rennens ist vorüber. 6 Minuten und gleich 20 Sekunden sind noch zu fahren. Dann geht's in die letzte Runde. Und Pascal Marschall verkürzt weiterhin den Abstand auf Mick Wisshofer. Aber er hat immer noch den Niklas Krenz mit dabei. Und Krenz fährt im Moment schnellere Rundenzeiten als Marschall. Was darauf hindeutet, dass auch er versucht, ranzukommen an den Führenden. Luca Camali, der weiß natürlich, ich habe diese 10-Sekunden-Strafe drin. Auch für ihn heißt es jetzt natürlich dranbleiben, unbedingt dranbleiben, eventuell diese 10 Sekunden reinzufahren, um in die Punkteränge noch zu kommen. Es wäre auf jeden Fall für ihn wichtig zu punkten. Martin Henkel Mortensen, der war 3. vor dem ersten Lauf. Der ist im Moment auf Platz 18 unterwegs. Der wäre ebenfalls draußen von den Punkterängen. Also von dort her keine Gefahr im Augenblick. Und Maxi Fleischmann, da war der Abstand zu groß. Der Abstand mit 32 Punkten zwischen Fleischmann und Camali. Und Fleischmann derzeit auf Platz 9 unterwegs. Das sind gerade mal 7 Punkte, die er da erhält. Also da auch keine Gefahr für Camali. Der kann sich ganz auf Pascal Marschall konzentrieren und muss eben jetzt schauen, dass er einfach in die Punkteränge hineinkommt. Und wenn wir jetzt ganz unverbindlich das Ganze kurz durchrechnen, dann ist Luca Camali auf Platz 13 und das wären dann noch 2 Punkte im Augenblick für ihn, wenn wir die 10 Sekunden dazu rechnen und wie gesagt, das Ganze ganz, ganz unverbindlich. Und er profitiert natürlich, der Luca Camali, jetzt davon, dass vorne das Tempo ein bisschen angezogen wird. Hat wieder die Bestzeit rausgefahren in diesem Rennen. Und kann sich jetzt so langsam an Niklas Krenz heranarbeiten, fährt schon in seinem Windschatten. Und das ist jetzt für Niklas Krenz eine ganz schwierige Situation. Der Fahrer aus Hungen, der im letzten Jahr hier 2x7. Geworden ist. Und dann am Jahresende 7. der DD2-Meisterschaft geworden ist. Ja, für Niklas Krenz schwierige Situation. Der ist da jetzt so drin in einem Sandwich, muss nach hinten gegenüber Luca Camali absichern, muss gleichzeitig aber auch aufpassen, dass ihm der Patrick Marschall nicht zu weit davonfährt. Denn auch für Krenz ist das ganz wichtig, hier Punkte zu machen, ist 5. vor dieser Veranstaltung gewesen, hinter Maxi Fleischmann, und da kann er jetzt auf jeden Fall Punkte gegenüber Fleischmann gut machen in der Meisterschaft. Aber weiterhin vorne Mick Wisshofer, der das Rennen weiterhin souverän anführt. Und so langsam gesellt sich zu dieser Gruppe auch der Jordi van Morsel dazu. Und auch der will da wohl noch ein Wörtchen im Augenblick mitreden. Oh, technischer Defekt bei der 403 bei Markus Fester. Der fährt auch schon die Box an, fährt gleich raus. Hat die schwarze Flagge mit orangenem Punkt bekommen. Das heißt, sofort die Box aufsuchen, reparieren lassen, wieder rein ins Rennen, 1 Minute und 46 Sekunden und eine Runde
sind ja noch zu absolvieren. Jetzt haben sie sich vorne ein bisschen geeinigt. Mick Wisshofer ist weg, Pascal Marschall dahinter. Niklas Krenz, Luca Kamali und Jordi van Morsel bilden jetzt das Dreierteam dahinter. Beobachtet weiterhin von Jens Blüdemann, der weiterhin auf Platz 6 unterwegs ist und selber Druck bekommt von Alessio Curto, der Fahrer mit der 434. Aber dieses Trio da vorne, das wird uns noch beschäftigen. Platz 3, 4, 5, der hat es natürlich noch in sich, auch im Hinblick auf die Meisterschaft. Ja, jetzt geht's nochmal auf eine Runde und das könnte sich sogar noch ausgehen, dass es noch 3 Runden werden. Das haben wir gestern auch schon gesehen, als Mick Wisshofer 3 Sekunden vor Ablauf der Zeit nochmal eine neue Runde angebrochen hat. Und so wurden aus 2 noch 3 Runden. Und auch jetzt schafft er es wieder, wahrscheinlich in der letzten Sekunde noch über den Strich zu kommen und damit nochmals ein bisschen Zeit herauszuschinden. Denn dann wird erst diese Runde zu Ende gefahren und dann geht's in die letzte Runde. Und so sieht es auch deutlich aus, dass wir jetzt in die vorletzte Runde gehen. Und wieder sind es 3 Sekunden auf der Uhr, wie schon gestern Mick Wisshofer. Er hat das irgendwie drauf, da 3 Sekunden vor Schluss sich das Rennen so einzuteilen, dass er nochmal eine Runde fahren darf. Also, der Andreas Ehm, der steht schon bereit, hält schon sein Schildchen letzte Runde in der Hand. Aber nix war's, bei der nächsten Durchfahrt geht's dann in die letzte Runde. Also wir haben noch 2 Runden zu absolvieren. Abstand zwischen Mick Wisshofer und Pascal Marschall, der ist sicher. So hätte ich das mal gesagt. Und auch der Abstand von Pascal Marschall auf die Verfolger, der ist ebenfalls gesichert. Letzte Runde beginnt. Und dann stellt sich die Frage, Niklas Krenz, Jordi van Morsel oder Luca Kamali? Kamali auf Platz 5 wieder zurückgefallen, 11 Punkte würden das bedeuten für ihn. Wäre wieder eine klare Angelegenheit für Pascal Marschall, wenn wir auf den Meisterschaftsstand schauen. Geht er jetzt noch an Mick Wisshofer vorbei? Er setzt sich zumindest mal im Innenraum nochmal in den Windschatten von Mick Wisshofer herein. Aber will da wahrscheinlich nur noch mal ein bisschen schauen, vielleicht für den dritten Lauf, wenn er neben ihm ins Rennen geht. Mick Wisshofer gewinnt vor Pascal Marschall. Niklas Krenz. Niklas Krenz wird dann Dritter, Jordi van Morsel kommt als Vierter an, Luca Kamali als Fünfter, Jens Blüdemann wird Sechster, Alessio Curto als Siebter, Nick Wüstenhagen wird Achter. Neunter Platz dann für Maxi Fleischmann, Nico Grimm als Zehnter. Paul Vöggeding wird dann Elfter, Marco Göttler kommt als Zwölfter an, Patrick Weinstock wird 13. Martin Henkel Mortensen holt sich noch 2 Punkte für Platz 14 und Patrick Lipinski den letzten verbliebenen Punkt auf Platz 15. Aber jetzt müssen wir natürlich rechnen, Kamali fällt nämlich auf Platz 10 zurück mit seiner 10 Sekunden Strafe, kommt er dann als Zehnter aus diesem Rennen heraus, was für ihn